So, nach zwei Videos, die ich heute schon zu Populismus gemacht habe, habe ich mir überlegt, ob das auch Populismus ist. Ich nenne es noch provokanter Demokratieverachtung. Auch hier ist ein Artikel in den Dresdner Neuesten Nachrichten, auch hier hinter der Bezahlschranke. Ich kann es lesen, dank Abo. Anlass für Kritik an Politik und Medien. Ja, Wahl, Zeitplan, Kandidaten. Wer wird der neue Bildungsbürgermeister von Dresden? Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann, CDU, hat seinen Stuhl im Rathaus geräumt und ist Finanzminister in Sachsens Landesregierung geworden. Jetzt sucht die Stadt eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Drei Namen sind im Gespräch. Hier sehen wir den Hartmut Vorjohann. Ich durfte ihn persönlich kennenlernen. Wir haben uns drei, vier, fünf Mal getroffen, haben uns unterhalten. Ich halte große Stücke auf ihn. Er war lange Zeit Finanzbürgermeister, davon hat er wirklich Ahnung. Es gab oftmals Kritik, vor allem vom Herrn Scheubach bzw. von der Fraktion Die Linke, an seiner, ich will es gar nicht mal Politik nennen, an seinen Handlungen und Verlautbarungen. Man hat versucht, ihn als Bildungsbürgermeister zu verhindern, weil man den Eindruck erwecken wollte, man müsste dort jemanden hinstellen, der Ahnung von Lehrplänen bzw. von Bildung hat. Der Bildungsbürgermeister ist für viele Sachen zuständig, aber unter anderem auch für den Schulhausbau. Das ist eine Aufgabe der Landeshauptstadt Dresden, während die Lehrer selbst, also deren Einstellung, Qualifikation, Ausbildung, Bezahlung, der Freistaat erledigt. Also Dresden ist, was Schulen angeht, in erster Linie dafür zuständig, dass es ausreichend Schulgebäude gibt, Sporthallen, dass das instand gehalten wird, renoviert wird und so weiter. Und dafür war der Finanzbürgermeister, der auch lange Zeit für Liegenschaften, städtische Liegenschaften verantwortlich war, meiner Meinung nach eine sehr gute Wahl. Und wie sich im weiteren Verlauf des Videos noch herausstellt, ist jemand, der sich um den Job eines Beigeordneten einer Großstadt bewirbt, grundsätzlich auch in der Lage, mindestens mal kommissarisch auch einen anderen Geschäftsbereich zu leiten. Und da klicke ich mal kurz rüber in die Vorlage. Die ist vom 12. Februar 2020, heißt Ausschreibung der Stelle der des Beigeordneten für Bildung und Jugend. Hier ist die Vorlage mit allen Anlagen, hier ist die Vorlage ohne alle Anlagen, hier ist Anlage 1 Ausschreibungstext, ist also hier in der ersten Datei mit drin und die Anlage Terminkette ist auch mit drin in der großen Datei. Erkennt man am Dateivolumen, die größte Datei enthält normalerweise alle anderen. Das ist hier konkret der Fall. Ich gehe in die Vorlage rein. Hier steht 18. Februar 2020. Der Vorschlag kommt von GB Finanzen, Personal und Recht. Das ist also in Verantwortung des Finanzbürgermeisters Peter Lames von der SPD. Es geht hier um die Ausschreibung, was für Kriterien werden angelegt. Der Stadtrat soll also am kommenden Donnerstag beschließen, die Ausschreibung der Besetzung der Stelle der des Beigeordneten für Bildung und Jugend laut Anlage 1, sowie dass die Wahl der oder des Beigeordneten für Bildung und Jugend in der Sitzung des Stadtrates im Juli 2020 stattfindet. Das heißt, man will sich jetzt kommende Woche erst auf den Ausschreibungstext einigen, den verabschieden, dann kommt er ins Amtsblatt, wird öffentlich ausgeschrieben auf irgendwelchen Bewerbungsportalen. Aber noch stehen die Kriterien nicht fest. Die Stadtverwaltung hat Vorschläge gemacht. Ich blätter mal runter. Begründung. Es ist noch nicht die Ausschreibung. Hier steht was Wichtiges. Grundlage der Hauptsatzung, Paragraph 29 Absatz 1, ich habe die Hauptsatzung jetzt nicht rausgesucht. Punkt ist, viele Sachen sind in der Hauptsatzung geregelt und wenn man das ändern will, dann muss man auch die Hauptsatzung ändern. Es gibt also sieben hauptamtliche Beigeordnete, ich zähle sie kurz auf, wie sie im Stadtrat in aller Regel sitzen. Ganz links vom Publikum aus gesehen sitzt die Frau Jenigen, Umweltbürgermeisterin, auf Karte der Grünen. Ist auch Mitglied bei den Grünen, war vorher Stadträtin, war Landtagsabgeordnete, hat also von Politik Ahnung. Ihre Ausbildung weiß ich gerade nicht, könnte sein Justiz, Juristin, da bin ich mir nicht sicher. Daneben sitzt, glaube ich, die
Christin Claudia Kaufmann, die Sozialbürgermeisterin, die auf Karte der Linken in Stadt, in, als Beigeordnete gewählt wurde. Daneben Anne-Kathrin Klepsch, Kulturbürgermeisterin, auch auf Karte der Linken. Dann kommt, glaube ich, den Raoul Schmidt-Lamontaine habe ich vergessen, der sitzt als zweites von links. Grüner Baubürgermeister, Bauentwicklung, Stadtentwicklung, Bau und Verkehr. Dann kommt der Oberbürgermeister, Dirk Hilbert, FDP. Dann Detlef Sittel, erster Bürgermeister für Ordnung und Sicherheit, also der Stellvertreter des Oberbürgermeisters, wenn der krank ist, im Urlaub ist, auf Dienstreise ist. Sehr erfahrener Mann. Und last but not least, der Peter Lames, der auf Karte der SPD Finanzbürgermeister geworden ist. Kurze Nebenbemerkung: Er musste eine Zeit lang eine Fachkraft beigestellt bekommen, weil man als Finanzbürgermeister ganz besondere Qualifikationen braucht. Und so wurde dem Herrn Lames, also ich bin mir nicht sicher, ob es die Chefin die Amtsleiterin vom Stadtkassenamt oder sowas war oder von der Stadtkämmerei. Jedenfalls inzwischen dürfte der Herr Lames genug Erfahrung gesammelt haben und die nötigen Qualifikationen, sodass er als Finanzbürgermeister ohne Hilfe seinen Dienst tun kann. Und an der Stelle will ich auch mal alle Beigeordneten loben, alle und auch den Oberbürgermeister. Die Verwaltung macht in aller Regel eine sehr gute Arbeit. Natürlich haben sie dafür Fachleute, Abteilungsleiter, Stadtplaner, was weiß ich. Die Verwaltung macht meiner Wahrnehmung nach einen sehr, sehr guten Job in Dresden. Ich kann das nur von außen beurteilen. Ich kann mich auch irren. So. Also, was steht hier noch? Für den bisherigen Beigeordneten endete seine Amtszeit mit der Ernennung zum Minister. Gemäß Paragraf 58 Absatz 3 Sächsische Gemeindeordnung ist die Stelle mindestens 2 Monate vor der Besetzung öffentlich auszuschreiben. Mit dem vorliegenden Ausschreibungstext Anlage 1, kommen wir gleich zu, beschließt der Stadtrat die Mindestanforderungen für die Bewerberinnen und Bewerber als Beigeordnete für Bildung und Jugend. Die öffentliche Ausschreibung soll im Dresdner Amtsblatt, in der Sächsischen Zeitung und im Internetauftritt der Landeshauptstadt Dresden unter www.dresden.de erfolgen. Die Ausschreibungsfrist soll unter Berücksichtigung der Veröffentlichung im Amtsblatt circa 3 Wochen betragen. Dann haben wir hier das noch mit dem Wahl, 3 Monate spätestens 1 Monat vor Freiwerden der Stelle zu erfolgen, beziehungsweise bei ungeplanten Freiwerden der Stelle schnellstmöglich. Wann ist er ausgeschieden? 20. Dezember, 2 Monate, naja. So, Ausschreibungstext. Ist zu besetzen. Ernennung erfolgt unter Berufung in das Beamtenverhältnis als kommunale Wahlbeamtin, Wahlbeamter auf Zeit. Beamte auf Zeit. Wichtige Sache. Die Wahl erfolgt durch den Stadtrat. Führt die Amtsbezeichnung Bürgermeisterin, Bürgermeister, die Amtszeit beträgt 7 Jahre, ist auch für alle gleich und deswegen, wenn die zu unterschiedlichen Zeiten gewählt werden, die Beigeordneten vom Stadtrat, haben sie auch unterschiedliche Amtszeiten. Also immer gleich lang, aber Beginn und Ende sind halt versetzt. Die Besoldung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des Paragraph 30 Sächsisches Besoldungsgesetz. Ist also vieles geregelt. Wählbar ist, wer die Voraussetzung für die Ernennung erfüllt, erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzt. Der Geschäftskreis soll folgende Kernbereiche umfassen: Schulverwaltungsamt, Jugendamt, Amt für Kindertagesbetreuung sowie den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen. Also ergänzend zu den Schulen kommt noch was dazu. Ebenso sein wie das Amt für Kinder, Jugend und Familie, Jugendamt im Sinne des Sozialgesetzbuches. Auch das ist also definiert. Eine Veränderung der Geschäftsverteilung bleibt ausdrücklich vorbehalten, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn der Stadtrat eine Änderung der Geschäftsverteilung noch beschließen sollte, auch das ist im Moment in der Diskussion, kann es sein, dass der Beigeordnete auch andere Aufgaben übernehmen muss und jemand, der Beigeordneter ist und sich dafür bewirbt und gewählt wird, der hat grundsätzlich diese Qualifikation auch, auch wenn viele populistische Politiker im Stadtrat öfter mal den Eindruck erwecken wollen, dem sei nicht so, wie ich von bei Finanz- bzw. ehemaligen Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjahren erwähnt habe. Den Rest erspare ich euch und gehe zurück zum eigentlichen Artikel und was mich daran geärgert hat. Drei Namen im Gespräch. Das Amt des Bildungsbürgermeisters soll an die CDU gehen.
Als die letzte Kommunalwahl war, folgte kurz darauf die Wahl der Beigeordneten. Da wurde nach Proporz vorgegangen. Es gab zwei Bürgermeister von der CDU, Sittel und Vorjohann, zwei von den Grünen, Schmidt-Lamontin und Jänigen, zwei von den Linken, Klepsch und Kaufmann. Der Herr Hilbert, Oberbürgermeister, wurde direkt von den Bürgern Dresdens gewählt. Und dann noch den Herrn Lames von der SPD. Und das ist ungefähr der Proporz im Stadtrat. Jetzt gab es Neuwahlen Ende Mai 2019, also vor einem Dreivierteljahr. Und inzwischen sind die Grünen die größte Fraktion. Danach folgt die CDU, die hat inzwischen, glaube ich, Grüne haben 15, CDU hat 13. Eine ehemals Fraktionslose, die Frau Graul, hat sich der CDU-Fraktion angeschlossen, war ein großer Coup für die CDU. Mit 12 folgt die AfD, die Linke hat auch 12. Und die SPD, weiß ich gar nicht, ich glaube noch 8 oder 6 sogar nur noch. Freie Bürger haben 4 und FDP auch 4 oder 5. Und die AfD habe ich auch noch vergessen, die hat auch 12. Also, es gibt die Grünen mit 15, Linke, CDU und AfD haben, glaube ich, sowas wie 12 oder 11. Die SPD 6 oder 8 und die FDP und die Freien Bürger jeweils, glaube ich, 4. Und dann gibt es noch zwei fraktionslose Stadträte. Und idealerweise, und damit meine ich idealerweise, sollte der Proporz zumindest annähernd abgebildet werden. Und die CDU beansprucht also jetzt, dass der Bildungsbürgermeister wieder an sie geht. Grüne, CDU, Linke und SPD hatten das seinerzeit vereinbart. Heißester Anwärter noch vor der Ausschreibung ist CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser. Es fallen aber auch die Namen. Es fallen, wer die fallen hat lassen. Mir sind sie auch schon zugetragen worden vor Wochen. Des früheren Landtagsabgeordneten Patrick Schreiber, der hat sich, glaube ich, aus dem Landtag zurückgezogen, hatte kandidiert für einen Stadtrat, wurde nur auf Platz 2 der CDU-Liste in der Altstadt, glaube ich, gewählt und war Pressesprecher und hat sich also ziemlich zurückgezogen, weil er wohl enttäuscht war von der CDU. Und von der Frau Heike Arnert, sie ist bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, ist jetzt auch schon länger im Stadtrat. Die Namen gingen also schon rum. Und was steht hier noch? Geschäftsbereiche neu sortieren, ja, diskutiert man drüber. Und jetzt kommt die Kritik von den Freien Wählern. Sie haben den Oberbürgermeister aufgefordert, alle gewählten Stadträte an der Debatte. Ist keine Diskussion, eine Debatte ist eine geordnete Diskussion mit Rednerreihenfolge, Redezeitbegrenzung. Also Debatten sind klar gegliedert, ist also schon mal das falsche Wort. Thema Bürgermeister und Geschäftsbereiche zu beteiligen. Gegen die Forderung spricht erstmal nichts. Bisher gab es nur Gespräche von einzelnen Fraktionen hinter verschlossenen Türen, erklärte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar. Er fordere die CDU auf, sich nicht an der Ausgrenzung der Freien Wähler durch die linken Fraktionen zu beteiligen. Sonst entstünde der Eindruck, dass der Posten des Bildungsbürgermeisters für die CDU wichtiger ist, beziehungsweise sei, ich habe im Konjunktiv angefangen, als die Einhaltung der Grundregeln des anständigen Umgangs mit anderen Stadträten. Ach, lieber Jens Genschmar, geht's noch eine Nummer kleiner? Grundregeln des anständigen Umgangs. Ihr benehmt euch alle wie Kindergarten, alle 70 Stadträte und teilweise sogar der Oberbürgermeister. Also kommt mir nicht mit Grundregeln des anständigen Umgangs. Die AfD ist auch ausgeschlossen und die FDP, soviel ich weiß, wird auch nicht gefragt, wen sie gerne als Bürgermeister hätte. Also hängt die Sache mal ein bisschen tiefer. Und um die Sache nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen, meine Kritik richtet sich also gegen die Politik einzelner Fraktionen, wenn nicht sogar aller Fraktionen. Noch vor der Ausschreibung, noch bevor man sich auf den Ausschreibungstext geeinigt hat, werden ja schon Namen in die Runde geworfen und es geht offenbar gar nicht mehr darum, dass man den Besten gewinnt und die haben sich noch nicht einmal beworben, sondern dass irgendein CDU-Stadtrat irgendeinen Anspruch auf den Posten hätte. Sorry, Kinners, aber ihr untergrabt die Bestenauslese und ihr untergrabt die Demokratie, weil ihr hier schon Vorfestlegungen betreibt. Und auch das kotzt mich massiv an. Kommt mal klar, redet gern hinter verschlossenen Türen, einigt euch, streitet euch erst und dann einigt euch und dann macht ihr das ordentlich im Stadtrat und nicht vorab. Es kotzt mich an und auch die Presse, jeder Stadtrat, der ein gewisses Geltungsbedürfnis hat, steckt halt dem, ich überlege gerade, wer es war, wahrscheinlich Thomas
Baumann Hartwig, der ist schon sehr lange Lokaljournalist. Das ist ihm insoweit nicht vorzuwerfen, als dass er sich gut auskennt. Aber dieses ständige Durchstechen an die Presse, um einen vermeintlichen Vorteil zu gewinnen, Politik und Journalisten hängen teilweise so eng zusammen. Ich sehe es oder hab's gesehen, wenn ich im Stadtrat war. Es macht einfach keinen guten Eindruck. Keinen guten Eindruck. Und es hat einfach ein Geschmäckle, wie hier teilweise nicht immer Politik bzw. einzelne Stadträte oder auch Verwaltungsmitarbeiter Sachen an die Presse durchstechen, weil sie sich davon Erfolg versprechen. Ihr untergrabt das Vertrauen der Menschen in die repräsentative Demokratie und das werfe ich euch vor, ihr Zipfel. Und nachdem ich mich wieder in Rage geredet habe, beende ich hier diesen DD-Rand. Macht's gut, Jungs.